Sich vorstellen. Part 1. Hallo Herr Ahmadi. Würden Sie bitte beginnen? Gerne. Mein Name ist Mahmoud Ahmadi. Ich bin 33 Jahre alt. Ich komme aus Afghanistan, aus Kunduz. Kunduz liegt im Nordosten von Afghanistan. Dort leben ca. 350.000 Menschen. Jetzt wohne ich in Hamburg. In der Hamburger Straße. Von Beruf bin ich Maler und ich habe schon in Afghanistan 10 Jahre als Maler gearbeitet. Hier in Deutschland bin ich leider arbeitslos, weil ich zuerst Deutsch lernen muss. Ich bin verheiratet und habe 3 Kinder. Meine Kinder sind noch klein. Einer geht in den Kindergarten und die anderen beiden gehen in die Grundschule. Meine Muttersprache ist Dari. Ich spreche aber auch ein bisschen Pashto und ich spreche jetzt auch ein bisschen Deutsch. Mein Hobby ist Fußball spielen. Sie haben gesagt, dass Sie in Hamburg wohnen. Wie gefällt Ihnen dort? Können Sie mir bitte ein bisschen mehr erzählen? Ja, natürlich. Hamburg gefällt mir sehr gut. Es gibt sehr viele Geschäfte, Schulen und Kindergärten. In der Nähe von meiner Wohnung ist auch ein Park. Da gehe ich manchmal mit meiner Frau spazieren oder spiele mit meinen Kindern Fußball. Aber was mich nicht so gefällt, ist der Lärm. Ich wohne in einer Hauptstraße und es ist immer sehr laut, weil es dort viel Verkehr gibt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie die Glocke, damit Sie keine Videos verpassen. Auf Wiedersehen.